Willkommen zurück zu Tropico 5 und bei El Presidente Alonso. Ja, wir brauchen... Oh Gott, wir haben minus 1100. Ach, elend. Okay, um Geld zu machen, müssen wir... Was ist denn hier los eigentlich? Erforschung. Ach geil, die Sichel. Auf jeden Fall. Wir brauchen die Sichel. Und wir müssen Geld verdienen. Wie verdienen wir am besten Geld? Indem wir exportieren. Zum Beispiel Zucker. Das heißt, ich würde sagen, wir bauen uns mal einfach noch eine zweite Zuckerplantage. Und hoffen, dass wir dadurch ein bisschen an Kohle hier rankommen. Weil das kann ja nicht sein, dass wir hier so hinterherhängen, oder? Guck mal, hier ist doch eigentlich ganz schön, oder? Komm, Sie sorgen sich immer noch um so triviale Dinge wie Geld. Schreck mich doch nicht. Ich werde Ihnen dieses Mal helfen. Aber denken Sie daran, ich biete meine Hilfe nur einmal an. Okay. Er will, dass wir 15.000 Geld haben und schenkt uns 10.000. Geld ist zwar hilfreich, doch letztendlich eher irrelevant. Es ist nur ein Mittel dazu, die Welt in den Griff zu bekommen. Hier, nehmen Sie. Aber denken Sie daran, ein Mann, der sich auf das Geld der anderen verlässt, wird schnell zu deren Sklave und ich verschwende meine Zeit nicht mit Sklaven. Alles klar, Kollege, gib mir dein Money. Ist kein Problem, wir finanzieren dadurch unsere Revolution und machen uns unabhängig von diese Königin, die uns auch Geld geschenkt hat. Ja. Gemütlich, sehr, sehr gemütlich. Oh, was habe ich hier eigentlich gebaut? Doch, Zuckerrohr, sehr gut. Die Last des Regierens verändert unsere Sicht auf die Menschheit. Für uns sind Menschen nur ein Rohstoff, der gut eingesetzt werden will. Alles klar, Menschen sind nur ein Rohstoff, ist klar. Hau mal rein, Kane. Ich glaube, ich mag dich nicht. Tschüss. Alles klar, nee, Spaß beiseite, was will der? Wir sollen 5 Landhäuser bauen. Ist doch geil, Wohnung bauen, immer. Dann können sie ihren wichtigsten Gebäuden zuteilen. Um deren Leistung zu verbessern, sie müssen nur neue Unterkünfte für die Manager bauen. Bauen sie 5 Landhäuser. Ach so, oh, Landhäuser sind doch... Nee, doch, sind die Dinger. Ich dachte schon, er will hier, dass wir 5 Luxusvillen bauen. Hätte ich aber direkt gesagt, nö, ist nicht. Aber Landhäuser, ja, können wir bauen. Sag mal, wir haben noch hier unsere Plantagen, ne? Dann, wir brauchen ein paar Plantagenarbeiter. 2, 3, 4, 5. Oh, ich sehe, wie unser Geld schmilzt. Komm, die wollen doch auch Unterhaltung haben, die Leute. Sollen sie Unterhaltung bekommen. Und ein bisschen Schönheit. Okay. Eieieiei. Okay, hier wird jetzt erstmal in aller Ruhe gebaut. Wir haben unser Geld wieder auf 0 runter verpulvert. Kann ja wohl nicht wahr sein. Sag mal, was wollen die alle von uns? Freiheit gibt es nicht geschenkt. Wir müssen sie uns mit Gewalt nehmen. Wir müssen unsere Soldaten trainieren, damit sie bereit sind, für unser Vaterland zu kämpfen und zu sterben. Eieiei, Evita! Ich meine, ei, alles klar, Kapitäna. Wir müssen uns auf den kommenden Konflikt vorbereiten. Sie sollten unsere Wissenschaftler beauftragen, die dafür notwendigen Technologien zu erforschen. Viva la Revolution! Alles klar, den Abzug sollen wir erforschen. Der kommt da. Kriegen wir hin. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Was ein größeres Problem ist, ist hier genug Money am Start zu bekommen. Aber es geht. Die Bevölkerung wächst. Zufriedenheit wächst. Wie sieht es denn hier eigentlich aus, zufriedenheitsmäßig? Hey, Unterhalt. Ah, geil. Das generiert auch Geld, die Unterhaltung. Nice. Vielleicht noch ein zweites Religionsgebäude. Aber an sich sieht das erstmal ganz entspannt aus. Für den Anfang. Was ich ganz gerne aber noch machen würde, irgendwie die Straße hier mit der verbinden. Ach, diese Musik. Traumhaft. Das kostet, glaube ich, auch alles Geld, ne?
2300? Oh nö. Doch, ja, minimal Geld. Minimal. Das ist doch schön hier, oder? Es wächst. Wir bauen hier genug Essen an. Zum Exportieren. Haben ein paar Häuser. Man kann noch ein bisschen was bauen, aber das kann man ja immer. Ich würde sagen, bis die fertig sind mit Bauen, schmeißen wir mal ganz kurz ein bisschen den Schnellvorlauf an. Das hat hier mal ein bisschen. Als eine Kolonie der Krone stehen wir in einem Wettbewerb. Einem Wettbewerb, den wir verlieren, alter Freund. Was? Die Kolonien Puerto Coco und Isla Roja stehen weitaus besser da. Frechheit. Warum stehen diese besser da? Das kann doch nicht sein. Die verdienen sogar viel, sogar so viel, dass die Krone auch von ihnen mehr Geld erwartet. Was? Oha. Hat beschlossen, dass alle Kolonien eine Zusatzsteuer zahlen sollten, weil es der Region so gut geht. Alter. Nichts sein. Aber dann kriegen wir keine Mandatsverlängerung. Ich weiß nicht, ob wir so schnell auf 50% kommen. Haben wir 10.000 in der Staatskasse? Das würde ich ganz gerne mal checken. Nee, Staatskasse haben wir nicht so viel. Au, au, au. Achso, das sind hier unsere Familienmitglieder. Der Almanach. Ist das hier? Wirtschaft. Okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal mehr Ausgaben als Einnahmen, was nicht so geil ist. Aber wir bauen ja hier noch ein paar Unterhaltungsgebäude, ne? So ist ja nicht, meine Freunde. So ist ja nicht. Großartige Neuigkeiten. Wir haben in kolonialen Nachschubkisten die Sichel gefunden. Sie passt perfekt zu unseren Hämmern und wird unsere Produktivität in die Höhe schnellen lassen. Ich kann unsere glorreiche Zukunft beinahe mit den Händen greifen. Oh, Penultimo, du bist der Beste. Ja, geil, Plantagenverbesserung. Aber ist mir gerade eigentlich erstmal egal. Oh, die exportieren hier wirklich ordentlich. Ich würde lieber erstmal gucken. Viele Menschen opfern ihr Leben für ihre Ideale. Sie müssen bereit sein, das Leben anderer Menschen für ihre eigenen zu opfern. Die Dinge in die eigene Hand nehmen müssen und es ihnen zeigen, was? Die Königstreuen auf ihrer Insel sind gegen eine Unabhängigkeit und senken ihre Zustimmungswert. Ich habe den Tod einiger dieser Königstreuen arrangiert. Dies ist eine wichtige Lektion. Manchmal müssen sie Opfer bringen, um ihre Ziele zu erreichen. Alter, wer ist er denn? Der macht mir voll Angst. Okay, mal hier nicht unsere Einwohner, das geht ja mal gar nicht. Was ist denn sein Problem? So, was ich jetzt noch gucken wollte. Was habe ich irgendwo hier? Ein kleiner Laden bietet Nahrung für Bürger, die in seiner Nähe leben. Das wäre doch nochmal super, oder? Dass die sich hier auch was zu essen leisten können. Sollen wir mal gucken, wo wir den hinbauen. Das hier ist die Kirche. Eigentlich am liebsten hier hin, aber dazu ist die Straße zu schief. Oder wenn ich die Straße hier abreiße? Warte mal. Ich sehe, dass die Häuser fertig sind. Unglücklicherweise haben die Inseln Puerto Coco und Isla Roja die Manager gestohlen, die für sie bestimmt waren. So wie ich es verstehe, haben sie ihren Managern große Luxusvillen angeboten, um sie abzuwerben. Frechheit. Grämen sie sich nicht zu sehr darüber, sie können sich früher oder später dafür rechnen. In der Zwischenzeit habe ich die Verbindung des Ordens genutzt, um eine... Ach, sehr nett, Mr. Kane. Ich bedanke mich. Genau. Gut, wir bauen hier erstmal eine gerade Straße hin. Und dann... Na, weg. Einen Laden. Erstens generiert er hoffentlich Geld und zweitens auch Verpflegung für unsere Einwohner hier. Das sollte die Stimmung im Land doch hoffentlich ein kleines bisschen anheben. Hoffe ich einfach mal. Oh Gott, so wenig Money. So, wer will hier schon wieder was von uns? Präsidente, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält.
Ohne sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Das stimmt allerdings, Penultimo. Du hast wie immer recht, wie immer. Vielleicht ist es Zeit, darüber nachzudenken, ihre Dynastie ein neues Mitglied hinzuzufügen. Rein aus Sicherheitsgründen. Mich schlau gemacht und festgestellt, dass sie noch ca. 27 Cousins haben. Wir müssen sie einem Test unterziehen, um die Anzahl ein wenig einzuschränken. Fällt ihnen etwas ein? Ja, mir fällt bestimmt was ein. Komm. Penultimo, El Presidente muss singen können. Nach der Geburt des Erben schwiegen alle Tiere. Ein Lichtstrahl brach durch die Wolken. Und der Chupacabra persönlich kam zur Krippe, um sich vor dem Baby zu verneigen. Jedenfalls werden wir das in die Geschichtsbücher schreiben. Ja, sehr krasser Erbe. Aber irgendwie gefällt mir das hier alles nicht so gut. Bergbau und Ölvorkommen erschöpfen sich 10% langsamer. Ist zwar ganz in Ordnung, genauso wie erhöht Forschungspunkte um 1%. Bringt uns gerade aktuell nicht so viel, ne? Altruist erwirkt 1000 mehr Startkapital. Das bringt uns gerade alles nicht so weit nach vorne. Komm, wir machen mal Erfinder. Aber ist schon okay, von Kolonial auf Armeeschnitt. Nett. Müssen wir gucken, unser Kollege ist ja hier urlaubsmäßig unterwegs, ne? Das ist mir ein bisschen zu knapp. Nee. Nee. Dunkelviolett. Komm, à la Violette. Hellbraun. Nachtschwarz. Oh Gott. Ja, der Afro dazu. Komm, wir machen hier mal eine Agentin. Ich meine, wir müssen uns ja von der Königin lossagen, ne? Ach du Schande. Na komm, wir bleiben hier mal bei den langen Locken. Ist in Ordnung. Haarfarbe schwarz, passt auch ganz gut. Hüte passen da natürlich nicht dazu, obwohl ich den Hut hier ziemlich entspannt finde. Das sieht halt furchtbar aus. Warum hat sie jetzt wieder eine Glatze? Ja, mein Gott, dann halt langes Haar, ist mir auch egal. Ich brauche auf jeden Fall ein schickes Accessoire. Was nehmen wir da denn? Na komm. Schnuller. Wir übernehmen die Zigarre. Alles klar, Sinne Frau. Nach dem Szenario abgeschlossen ist, verringern sich die Kosten fürs Hochleveln. Okay. Guck mal, passt doch. Er ist hier voll der Chiller, der Alonso. Und Kirina ist unsere Geheimagentin. Ist in Ordnung. Unterhalten Sie mich. Unterhalten Sie mich. Bester Spruch direkt hier für das Outfit. Er will direkt unterhalten werden, ja? Ich sag nur mal, alles klar. Jemand hat mein Manuskript gestohlen und unter einem Pseudonym veröffentlicht. Eine autobiografische Erzählung von zwei Männern auf einem Berg, die mehr als nur Freunde waren. Selbst das surreale Kapitel mit den tanzenden Elfen unter dem Regenbogen fällt nicht. Oh, da brückt ja gleich der Mountain, Alter. Farmverbesserung haben wir freigeschaltet. Yay! Wenn wir ein bisschen Geld hätten, könnten wir hier unsere Plantagen und Farmen und alles dann verbessern. Aber wir haben nichts Geld. Oh, nach dem Einbau dieser Verbesserung steigt die Effizienz jeden Monat an. Das ist natürlich ein Traum. Aber so ganz geil ist es halt ein bisschen teuer, wa? Ein bisschen sehr teuer. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Zucker können wir noch jede Menge exportieren. Wir bräuchten aber mal... Entschuldigung. Wir bräuchten ein paar mehr Schiffe. Oh, die Krone überweist uns Money. Komm, wenn wir schon dabei sind. Jede Hafenanlage kommt mit einem Schiff. Dann bauen wir uns einfach echt nochmal eine zweite Hafenanlage.
Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Nice, vielen Dank. Wir haben auf einmal auch wieder 4 Jahre Mandat. Das heißt, wir nehmen mal ein bisschen Geld in Anspruch. Kann man das hier auch gerade hochbauen? Ach, Träumchen. Genau, dann bauen die nämlich das. Guck mal, da kommen jede Menge neue Bürger an. Sehr geil. Die brauchen bestimmt alle mal wieder ein paar Häuser, ne? Zeig mal ja einmal nach. Wie sieht's denn hier aus, Freunde? Wohnraum. Warte mal, wo sehe ich denn das? Hier, Arbeiterschaft. Nicht zugewiesene Manager, haben wir 2. 9 Arbeitslose. 2 offene Stellen. Okay, wir müssen mehr Arbeit schaffen. Ah, hier Menschenbevölkerung. 86 haben wir. Und davon sind 14 nicht arbeitsfähig, weil sie einfach mal so ungebildet sind oder so. Keine Ahnung. Arbeiterschaft, okay. 9 Arbeitslose für Obdachlose. Wir haben 4 obdachlose Familien. Ah. Okay, das heißt, wir brauchen theoretisch nur ein Haus, ne? Für 4 Familien. Wir könnten ja auch mal eine Luxusvilla am Start bringen. Wenigstens eine. Wenigstens eine. Mal gucken, wie rum wir die bauen. So. Na gut, sehen wir, wenn es fertig gebaut ist, ob das richtig rum war. So, okay. Wir pflanzen hier an. Dann. Ach, geil. Auf dem Wasser. Oh, wie nice. Das kommt alles aus der anderen Kampagne, ne? Hier Spionage-Kampagne. Und die auf dem Wasser-Kampagne. Produzierten sie Perlen. Reduziert die Umweltverschmutzung einen geringen Wert. Muss über einen Fischvorkommen gebaut werden. Geil. Schmugglerhafen. Das ist ja auch nice. Sag ich mal, ja, was macht der Schmugglerhafen? Importiert illegal zusätzliche Waren von gestartete Importhandelsrouten. Bietet zusätzliche Schmugglerhandelsrouten. Okay. Ah, das heißt, wenn wir was importieren, bekommen wir zusätzlich noch mehr. Durch dieses Schmuggler-Ding. Okay. Eigentlich ziemlich nice. Ziemlich nice. Ich würde jetzt für den Anfang erstmal nochmal ein Holzfällerlager bauen. Und das kann doch hier drüben ran, wa? Weil dann können wir nämlich mit dem zweiten Schiff vielleicht einfach ein bisschen Holz exportieren, so als Standardressource. Das ist, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Komm schon, bau fertig, bau fertig. Unser Suchkommando, also ich, hat die Schaufel gefunden. 40 Stück. Wenn ich herausfinde, wer sie dort versteckt hat, bringe ich ihn um. Ich gab sie den Bergarbeitern, damit sie sie an einen sicheren Ort bringen können. Zum Beispiel unter die Erde. Ja, alles klar, Penultimo. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn der Typ was sagt, ne? Alter, der kommt immer hier aus dem Nichts aufgeploppt. Ich erschrecke mich immer so übel. Hey, unser zweiter Hafen ist fertig. Yay! Das heißt, wir können eine neue Import- oder Exporthandelsroute machen. Aktuell haben wir nämlich einen Zuckerausgang. Oha, guck mal hier, wir können für 240 können wir Fisch importieren und für 450 verkaufen. Oh, ist ja ein Traum. Zucker für 920, Gold, Baumstämme. Ja, weißt du, was wir da machen? Komm. Da geht ein Schiff hin. Das Schiff kommt mal bitte zurück. Und Fisch haben wir einmal Import und dann nochmal Export. Das lohnt sich ja richtig. Ich meine, wir machen hier fast den doppelten Gewinn. Geil. Dann sollten wir vielleicht auch, wenn wir schon dabei sind, gleich mal einen Fischereihafen hier irgendwo hin platzieren, ne?
Ja, da gibt's Fisch, da gibt's Fisch. Machen wir mal auf der Seite hier. Wenn wir den dann hinbauen können? Fragezeichen. Ach, hier geht's oder was? Na gut, dann kommt er halt dahin und wird damit verbunden. Ja, okay, das passt aber erstmal, oder? Ja, komm, machen wir noch so. Wenn es sein muss, auch nochmal. Okay, dann halt nicht in die Richtung. Okay, passt. Das passt. Unser Inselparadies wächst. Ah, schön. Wir haben einen zweiten Handelsschiffhafen. Das heißt, wir können jetzt richtig in ordentlichen Mengen Fisch importieren und exportieren. Und wir haben direkt die nächste Aufgabe. Die gucken wir uns allerdings in der nächsten Folge an. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend oder Tag, wie auch immer. Und ja, schönen Tag noch. Bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Stream. Tschüss.